Hallo Leute, ist Jake. Wieder mal verlässt ein Messer meine Sammlung. Dieses schöne Stück hier geht in Richtung Niederlande. Da hat ein niederländischer Messersammler zugeschlagen und mir dieses Messer hier abgeknöpft. Wir gut erkennen könnt, ist es ein USMC K-Bar. Auf Deutsch würde ich sagen K-Bar-Messer, kann man auch dazu sagen. Es ist also ein Militärmesser, wie es von den US Marines benutzt wurde und immer noch wird. Ist immer noch sehr beliebt. Hier in einer Replika-Version. Ist kein Herstellermarke, ist keine Herstellermarke drauf und hat auch eine ganz klein wenig veränderte Klingengeometrie gegenüber dem Original. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich fange aber mal mit der Scheide an. Auch die entspricht nicht dem Original. Das Originalmesser hat eine etwas andere Scheide. Die hier sieht mehr aus wie das Pilotenmesser mit dem sechseckigen Knauf, das man schon mal so sieht. Auch von der US-Armee. Hier, die haben dann auch immer so einen kleinen Schleifstein dabei. Naja, gut. Ob das auch das Original ist, was vorher dazugehörte, keine Ahnung. Jedenfalls, dieses Messer, das habe ich auch schon gebraucht bekommen. Musste es also so annehmen. Habe es dann wieder mal ein wenig auf Vordermann gebracht. Und für eine Sammlung ist es auf jeden Fall super geeignet. Aber derjenige, der es vorher besessen hat, hat mir gesagt, dass es auch auf jeden Fall seine Zwecke gut erfüllt hatte. So, ich komme jetzt nochmal zu diesen Daten. K-Bar hat immer eine 7 Inch, also ungefähr 18 cm Klinge. Und dazu dann ein Griff von knapp 13 cm. Insgesamt kommen wir dann auf gut 30 cm, 30, und wie das Messer hat. Wiegt 260 Gramm und hat diese Klinge in Bowie-Form mit dem Clip-Point und der Hohlkehle. K-Bars sind fast immer brüniert oder eben mit schwarzer Farbe versehen. Als Militärmesser sollen sie auch nicht auffallen. Hinter diesem Ledergriff verbirgt sich der Erl. Der ist also etwas schmaler und kommt dann hinten raus und wird da befestigt an diesem Endplättchen. Das Original K-Bar hat da eine etwas dickere Platte am Ende und die ist auch gerundet und ist auch zum Schlagen geeignet. Das hat dieses Messer hier nicht. Ja, und dann ist die Unterteilung aber auch wie im Original in diese sechs Abteilungen leicht unterbrochen. Auch hier wieder mal kann man feststellen, Leder ideal griffig. Sitzt klasse. Hier dieses Messer ist für groß und kleine Hände geeignet. Der Guard ist schmal, auch ein bisschen hinderlich, wenn man den Rücken mit benutzen will. Naja, gut, alles schon bekannt. Was jetzt besonders ist an diesem Messer, normalerweise ist das K-Bar hier etwas mehr angeschliffen in diesem Bereich. Und dann auch hier oben hat das eine etwas
Auch ist meistens nicht scharf, sondern fehlscharf, aber etwas mehr schmaler. Und was dieses Messer auch hat, es ist nur 3,4 mm stark dick, die Klinge. Normalerweise ist die in etwa 4 mm. Ansonsten die Breite entspricht auch dem Original 31 mm. Ja, ein super schönes Stück. Geht für wenig Geld in die Niederlande, wie gesagt. Und ich hoffe, auch diese kleine Vorstellung hier hat euch gefallen vom USMC K-Bar. Also K-Bar ist eigentlich der Hersteller, gibt es allerdings auch von anderen Herstellern, wurde 1942 erstmals im Zweiten Weltkrieg bei den US Marines vorgestellt, beziehungsweise in die Ausrüstung genommen. Damals eben auch, ich glaube, zuerst von Camillus hergestellt. Gab es aber dann auch noch von Case und Ontario. Diese Messer, die gibt es aktuell auch noch mal zum Teil eben neu zu kaufen, liegen dann so um die 90 Euro plus minus ein paar Euro in Deutschland. So ein gebrauchtes Messer vom Originalhersteller ist auch je nach Zustand immer noch zwischen 50 und 70 Euro teuer. Und so einen Replik wie hier, dieses Messer, Nachbau, den gibt es dann auch schon mal deutlich günstiger. Und wenn er im schlechten Zustand ist und man bringt es selber wieder in Ordnung, dann sind es auch manchmal wirklich Schnäppchen. Diese Messer sind von der Geometrie, von der Haptik her und so weiter, klasse Teile. Ja, gut, jetzt habe ich lang genug philosophiert. Das Messer geht jetzt weg. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis demnächst. Ciao.